Willkommen zu Hotlap hier in Spanien. Eine coole Strecke, den Circuit Catalunya Barcelona. Abonniert gerne den Channel kostenlos und schaut auch unbedingt gerne auf Social Media vorbei. Links sind mal in der Bio. Und wow, was für ein schöner Strand. Seit 1991 gab es das Debüt auf dieser Strecke. 4,675 Meter ist eine Runde lang. 16 Kurven, 9 rechts und 7 links. Also ja, ausgeglichen. Die meisten Siege haben hier Lewis Hamilton im aktuellen Feld mit 6, aber auch Michael Schumacher mit auch 6. 66 Runden werden heute absolviert und hier haben wir nochmal die volle Pracht der Strecke. Zwei DS-Zonen, wobei vermutlich eigentlich die beste Überholmöglichkeit die Start- und Zielgeraden sein wird oder auch Kurve 1. Wir haben eine sehr flache Strecke auf jeden Fall und ja, trotzdem gibt es viele verschiedene Kurventypen, also auch eine sehr ja, facettenreiche Strecke, muss man sagen. Aus der letzten Kurve raus, sogar ziemlich clean rausgekommen und jetzt geht's hier, zack, erster Detection Point, DRS geht an und auch unsere Hotlap geht los. Oben links haben wir die kleine Minimap und ja, die kleine Minimap auf jeden Fall und es geht in die erste Kurve, 100 Meter Schild, harter Bremspunkt und hier musst du echt sehr, sehr vorsichtig sein, die Reifen nicht zu hardcore annehmen und dann raus beschleunigen. Dann nehme ich auch immer gern diesen Kunstrasen mit. Da geht es in die erste Kurve. Was für eine tolle erste Kurvenkombination. 2016 gab es hier diesen unfassbaren Krieg der Sterne zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg, der leider in Kurve 4 mit dem Supergong endete. Los geht's hier, raus beschleunigen mit Top Speed. Und dann die nächste langgezogene Rechtskurve links ganz, ganz nach außen tragen lassen. Nur nicht zu weit, genau. Nur den Körb. Oh, hier bin ich rechts ein bisschen aufs Gras gekommen. Das ist aber nicht so schlimm, weil links, da zieht ich das Gras förmlich raus. Meine Lieblingskurve, hier Kurve Nummer 5. Die bin ich auch sehr, sehr zurückhaltend gefahren. Man könnte links den Körb ein bisschen mehr mitnehmen. Da hätte man noch mehr Zeit rausholen können. Die Kurve 6 ist nur dieser Knick. Und jetzt kommt eine Schlüsselstelle. Kurve 7 und 8. Eine sehr, sehr tricky Stelle, wo das Heck verdammt leicht wird. Da fühlst du dich, wie wenn du schwebst. Und hier sehen wir das nochmal. Ja, hier rechts auch nicht diesen dicken Körper berühren, sonst da wird das Auto ganz, ganz unruhig. Kurve 9, eine sehr, sehr schnelle Rechtskurve. Auch eine mega spaßige Runde. Eine mega spaßige Kurve. Das Problem ist halt, in dieser Kurve passieren oft, ja, gerade in F1 21 Dreher und so weiter, wenn man das zu schnell mitnimmt. Die Haarnadelkurve Gott sei Dank jetzt rausgenommen, aber ich bin kein großer Fan von dieser Kurve. Der Hügel, da wird auch das ganze Auto sehr, sehr unruhig. Aber wir haben das auch hier gut gemeistert. Dann hier nochmal, ja, hier rechts, die ist auch ganz, ganz lang. Ewig lang ist diese Kurve. Und dann wirst du belohnt mit einer kurzen Geraden und dann der nächsten Rechtskurve. Hier auch rechts den Körb nicht zu stark berühren, der ist echt sehr, sehr hoch. Und die letzte Schikane, 14, 15, mega, mega cool, wirklich. Ich bin nicht der Beste in dieser Schikane, aber wenn du die durchgefahren bist, klopfst du dir selbst auf die Schultern und sagst, ich hab's geschafft, weil du weißt, Kurve 16 ist nur noch Vollgas durch. Und hier nochmal richtig Schwung mitnehmen. Ich bin ja auch wieder sehr, sehr ordentlich gewesen links. Und das war schon eine Runde hier in Barcelona. Was denkt ihr? Wer wird das Rennen gewinnen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich liebe die Strecke. Schaut gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei. Und auch gerne auf Ace-Tobi auf TikTok. Links über alle unten in der Bio. Und schreibt gerne einen Tipp rein, wer gewinnt. Abonniert den Channel gerne kostenlos. Morgen kommt das Recap zum Rennen. Und später noch das Rennen der Mega-Season. Bye.